Was geht YouTube? Herzlich willkommen zum allerneuesten Rating-Video. Heute raten wir die Knife-Skins, dieses Mal auch mit der richtigen Liste. Die ist von März 24. Mittlerweile gibt es, glaube ich, wieder ein paar neue Knives seit März, aber es ist die aktuellste, die es gab halt. Deswegen, wir fangen an hier mit, das ist Overdrive-Katana. Ich habe es noch nie gespielt. Giga Cringe schreibt ja, Revas, komm, hör auf. Ich finde, ich hab Overdrive Katana Action noch nie gespielt, aber eigentlich alle Katanas, nicht alle, aber die meisten Katanas sind nice, deswegen würde ich sagen, C ist gut. Das Knife hier, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, ich finde das hässlich. Ich finde es einfach hässlich. Also, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich sag, das ist es nicht. Deswegen ist das auf F. Das Knife hier, das ist einfach so eine Spitzhacke, um um Stein abzubauen. Weg damit, die ist wirklich ugly. Ne, die zum Klettern, das ist ein Eispickel zum Klettern, deswegen F. F, das Kunai. Ist ein Kunai, gell? Kunai, Champions Kunai ist geil, ist ein A, aber vielleicht ein B, würde ich sagen. Ihr könnt natürlich alle mitschreiben mit Chats, wie beim letzten Mal. Das Knife hier, oh mein Gott, hätte ich gewusst, wie geil es ist und hätte ich in der Zeit gespielt, hätte ich das Knife sowas von gekauft. Das ist dieser geile Fächer, das ist wirklich nice, Alter. Ja, das bleibt auf die 1, das war, wie machen wir jetzt erstmal nach der Reihenfolge nach. Das hier ist aber in meinen Augen ein S, ich finde, es sieht so unfassbar geil aus, Alter. Ich finde, das ist so ein krasses Knife und leider kriegt man das nicht mehr. Das kannst du nie wieder kaufen, weil das war zur, wo die Chinesen, glaube ich, ihren eigenen Server bekommen haben. Da konnte man es nur kaufen. Nur das neue, nicht chinesisches Neujahr oder sowas war das. Aber das ist ein geiles Knife. Wenn der Fächer offen ist, sieht es crazy geil aus. Das Knife ist hässlich, das geht auf die F. Instant. Und jetzt sind wir hier, No Frontier Axt. Ist eine Axt, jetzt bin ich mir aber unsicher. Irgendwie ist es funny, irgendwie ist es nicht so funny. Was sagt ihr? Jetzt müssen wir da ein bisschen, jetzt gehe ich da ein bisschen mit dem Chat mit, weil irgendwie ist es geil, irgendwie ist es aber auch einfach irgendwie nicht so geil, you know? Die Axt auf C. Ja, okay. C, weil C ist so, ich würde sagen, C ist okay. Also C, die geht auf C. Okay damit. Was, den Schw... auf S? Jason? Den Basie. Ich finde den Basie echt nicht krass. Ich finde, der ist ein F. Der kommt aufs F. Ich glaub, da gibt es keine Einwände. Magebug Knife finde ich geil. Ist für mich ein A-Knife. Ich finde, es ist echt. Oh, wobei kein A. Dann lass es auf ein B. Ich mach's auf ein B. Es ist ein geiles Knife, aber kein A-Knife. Weil ich denke, A ist geiles Knife und S ist halt S. So, checken wir. Aber es ist halt nur ein B-Knife. Hier gibt es dicke Diskussionen. Das Knife ist ja basically so teuer. Das sind ja 3 in 1. Ich sag. Das Knife ist übel ugly, aber da gibt es ein Chrome, was geil ist, dieses, das Orangene. Das Orangene macht es halt wieder geil. Aber die anderen zwei sind echt ass. D? Weißt du, was sagen die anderen? Weil ich bin jetzt eigentlich, ich würde es auf C packen. Ja, D. Ja, okay, komm, wir gehen auf D. Das geht dann auf D. Das hier, das ist ja ein absolut hässlich. Sieht aus wie so ein, um Fische zu sammeln. Das sieht aus wie Fahrradsitz. Ich schwör. F, ja, safe call F, das Knife ist krass. Butterfly ist halt, hat eigentlich so ein besonderes Dinger, aber es gibt so viele Butterflies, was das Butterfly dann wieder langweilig macht, deswegen C, denke ich. C ist geil. Sentinel of Lights ist das, glaube ich, das hier, oder? Ich finde das schon geil eigentlich. Das ist, glaube ich, Sentinel of Lights, oder? A? Was ist, A ist ein High Call, ist ein geiles Knife, aber ob das ein A ist, weiß ich nicht. Ich wäre jetzt auf B gegangen. Was sagt der Rest vom Chat? Gehen wir da A oder bleiben wir auf B? Jo, ist das? Safe A. A? Ja, okay. Okay, taken wir. Ich finde das hier ist eines der hässlichsten Knives, die es gibt, Digga. Einfach ein Schlagring mit Knife dran. Digga, das kommt sowas von auf F, das stinkt. Das stinkt. D? Na, das kommt auf F, das ist ugly as hell, Bro. Jetzt kommen wir zum ersten, also zum zweiten krassen S-Knife. Ich sag Uni-Knife oder Katana kommt sowas von auf S. Es ist so ein unfassbar geiles Knife. Wäre das nicht so teuer, hätte ich mir das schon längst gekauft. Aber dafür halt, das sind 30, 40 Euro. C? Overrated? Na, Bro. Na, pay to lose. Was? Bruder, ich finde, das Knife ist einfach clean. Ich finde so clean. Safe C? Wenn man... Man sieht dich einfach, wenn man... Ah, okay. Ja gut, in dem Fall, wenn alle C sagen. Scheiße, wie du und Venom. Hund. Weil das Knife ist größer als man selber. Ja, okay, in dem Fall. Dann gehe ich damit euch auf C. Aber ansonsten ist es geil. Das Knife kenne ich nicht. Pack das auf F, weil ich es nicht kenne. Das sieht hässlich aus auf F. Hässlich F. Hässlich F. Araxis Knife. Ja, ich weiß nicht. Also, das ist das erste Außergewöhnliche, aber... Bro, what the fuck, Digga? Was denn? Das ist VCT Knife? Das hier meinst du? Oder das hier? Das ist VCT Knife. Das sieht ja übel ugly aus. Jeder Kelleck läuft damit rum. Ich finde das übel hässlich. To be honest. Deswegen, ich lasse es auf F. Hä? Das ist ja fast so hässlich wie das da hier. Jetzt ohne Witz. Oder das Rote? Ach, das Rote.
Ja, sagt ja keiner. Aber das ist ja trotzdem, das ist basically hier, guck mal, Mage Punk. Ja, es hat aber, ja, keine Ahnung. Ah, tatsächlich, es ist halt echt sogar mit VCT-Wappen drin. Weil du musst dir halt auch die Animation ansehen. Okay, warte, gucken wir uns die Animation dazu an. Mal gucken. Doch, gestinkt. Ja, ich find's aber gar nicht mal so krass, to be honest. Es hat die Animation von Xero Hunter. Aber die Aura ist halt geil. Okay, aber es ist kein F. Ich sag B. Ja, es ist echt nicht so schlecht. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, gut. Wir gehen weiter mit hier. Araxes Knife. Oder Klaus ist in dem Fall ja. Ich finde das übel overrated. Katina auf F ist auch crazy. Katina? Was ist Katina? D? Ja, ist overrated. Fühle ich mit. Was ist Katina? Ich glaube, das da hier. Ja, ist aber auch absolut hässlich. Warte mal. Hier, Katina ist es. Hat ja nichts, hat ja nicht mal eine Animation. Es sieht ja so aus, mehr nicht. Das Knife, was ist das für ein ugly ass Knife? Sieht aus wie so ein, das Knife, das ist jetzt hässlich. Ich finde das Knife hier, ugly. Also, honestly ugly. Mach Katina Mason auf C. Ja, okay, komm. Ich gehe da, also ich finde es hässlich, aber wir packen es mal zusammen auf C. Als Community. Ihr könnt schon sagen, also wenn mehr, ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn es mehr Leute dagegen stimmen, was ich sag, dann gehe ich mit euch. Also das ist für ein ugly ass Knife? Ich sag, das ist ein F. Das geht für mich auf F. Unter F. Okay, perfekt. Als eigene Kategorie. Jo. Der Hammer, ich finde den so kacke. Ich habe den schon ein paar Mal bei Leuten gesehen. Ich finde den unfassbar hässlich. Ey. Ich würde den einfach auch direkt, den wir es auf D packen. Ich weiß ja nicht. Ich würde den auf F packen. D, F. Okay, wir gehen mal mit D. 2 für D, 2 für F, aber gibt nach. Ist ein F. Da gibt's keine Diskussion. Da lasse ich mich auch nicht umstimmen. Das ist ultimativ hässlich, Bruder. Das ist wirklich hässlich. Wukongs Stab ist crazy, aber ich finde, der ist kein S. Ich finde den crazy, aber kein S. F, sagst du? Oder sagst du, der blaue auf F? B? B? Ja, okay, wir gehen auf B. Er ist geil, aber ja, okay, B. B take ich noch. Das Sichel, ich habe mir von vielen sagen lassen, dass es eigentlich voll geil ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht, finde ich. Blaue F, ja, das blaue ist F. Das Sichel hier, ich habe mir von vielen sagen lassen, dass das krass ist, aber ich fühle es nicht so. D, B, B. Okay, dann gehen wir mit B. Die Mehrheit geht auf B. Ah, Leute, das ist jetzt auch noch ein Knife, ein eigenes. Was ist das für ein Knife? Ja, D, F. Ja, sehe ich mich auch. D und F, sowas. Ja, aber ich bin mal unsicher, ob jetzt D oder F und deswegen. Wie wär's, wenn wir das auf... Ja, komm, lass uns mal auf D, weil F schon ziemlich voll ist. I und Karambit. Ja, es ist halt schon geil eigentlich. Also ich sehe es auf einem A, I guess. Also kein S, ist aber ein A, würde ich sagen. Mach D. Als I und Karambit auf D. B, B. Okay, wir sind jetzt 2-2. Wir brauchen jetzt eine Stimme. B. Ja, okay. Nein, B, B. Das andere. Gibt bessere. Ja, fühle ich. Dieser Hammer, ich finde den ja aber auch echt hässlich. Wenn wir mal ehrlich sind, ich finde den Hammer schon... Also schon hässlich, der ist safe so ein DF. F, ja. Da verstehen wir uns. Der ist raus damit. Der hier, den würde ich auch sowas von auf F packen. Das ist ja dasselbe wie das, was wir davor hatten, was wir auf D gepackt haben, nur ein hässlich. Deswegen, da geht's safe auf F. Da bin ich so safe dabei, dass den willst du auf C packen. Der ist doch genau dasselbe, nur ein hässlich. Nein, ist andere Animation. Ja, okay. D, C. Das ist Chrono Void. Ach, das ist Chrono Void. Ja, dann packe ich dich. Da würde ich sogar auf B packen dann. Ich kenne Chrono Void nur in der Pink-Variante, deswegen. Gut, aber dann ist es auf jeden Fall ein C, B, sowas würde ich sagen. Ja, jetzt, wo ich es genau angucke, sehe ich diesen Ball hier. Diese Kugel. Gut. Hier ist wieder so ein Tacker, den packen wir auf F. Weg damit. Jetzt wird die Seite zu klein, Alter. Ich gehe mal ein bisschen auf Zoom jetzt. Oder Minus in dem Fall. Das ist das Hässlichste. Das ist das Hässlichste, was es gibt. Change my mind, Digga. Er sagt zu Fächer Tacker. Das ist ein Fächer? Bro, sieht ja aus wie ein Tacker, Digga. Tacker. Pizzaschneider. Ich sag, der ist auf F, aber wenn ihr jetzt sagt, der ist was anderes, bewege ich es dahin. Aber ich würde trotzdem sagen, ich würde sagen, der Fächer ist nicht so geil. Es gibt bessere Fächer, so wie der da hier, da oben. Der Fächer ist crazy. Aber der hier, der ist halt for real ein Fächer. So aus Stoff. Nicht so krass, würde ich sagen. Aber der hier, gut, den ziehe ich vor, der kommt auf F, der ist ugly. Weg damit. Ist halt 25 Euro Knife. Das ist respektlos, dass das noch 25 Euro kostet, Digga. Aber für Knife doch eigentlich sogar billig, meine ich, oder? Das ist Butterfly, gell? VCT Butterfly? Auf A sehe ich. Butterfly overrated. Früher gab es nur den Fächer, da war der krass. Ja, fühle ich.
Aber jetzt halt, es gibt bessere Fächer inzwischen, so deswegen. Overrated, I guess. Ich würde das VCT Butterfly, würde ich auf A packen. Ich finde den krass. Aber guck mal, Refa sagt jetzt Butterfly overrated. Was sagt der Rest? Mach A oder B. Gut, in dem Fall sage ich mal. Na gut, dann legen wir es mal auf A. Hier, ich finde, das ist das zweite S-Knife. Reaver Karambit. Bro, ist crazy. Das Ding ist halt, es ist halt übel geil erstens. Und zweitens, guck mal, jetzt habe ich auch mein eigenes Knife zum Spielen. Ich finde Knife allgemein crazy, aber es hat auch so einen iconic Status halt, einfach weil es so geil ist. Und es ist auch schon relativ lange drin, ne? Ich glaube, das Reaver Karambit kam mit dem ersten Reaver Bundle, oder? Bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich sag, das kommt safe auf S. Dem zweiten? Ja, okay. Hier, das Knife ist, also ich finde das Knife hier wirklich ugly. Ich würde es schon fast auf F packen oder auf D. Ich weiß es halt, ich finde es ugly. F? Gut. Da sind wir uns da wenigstens mal einig. Kommt auf F. Das hier auch. Ich finde, das sieht echt ugly aus. Auch F. Ja, fühle ich. Ich finde es auch geil, dass mittlerweile wir das zu zweit machen. Das Chaos Knife, sorry, aber ich finde das overrated as fuck. Das ist so riesig und so laut. Ich feiere das gar nicht. Auch F, B. Ich weiß nicht. Ich würde es auf D packen. Also ich meine, hässlich ist es ja nicht. Es ist aber übel groß und übel laut. Ich würde es auf D, C sowas packen. Chaos ist krasse Reihe. Ja, das stimmt schon halt, aber ich finde es schon... ich finde es halt... Krass overrated Knife halt. Aber Knife ist S, ja, fühle ich. Ja gut, in dem Fall würde ich sagen, treffen uns alle in der Mitte, wir sagen C. So, C ist in Ordnung, würde ich sagen. Für Chaos. Das hier ist doch Protocol, glaube ich. Ich finde es aber ugly, to be honest. Ich würde schon fast auf D packen. Nein, ist BP und S. Ja, dann würde ich sagen, kommt es raus. Dann geht es direkt auf F. Ach, Digga, warum bin ich so müde? Ach, Battle Pass, du Affe. Ja, check. Ja, raus damit. Den Anker finde ich actually geil. Das ist schon lustig. Ich würde den so auf einem B, A, würde ich den so sehen. Maximal B. Ja, okay, oder B. Ja gut, dann sage ich, dann gehen wir da auf B. Ja, ist schon geil eigentlich. Aber safe kein S, das ist klar. Aber halt, weiß ich, ob es ein A ist oder nicht so, deswegen. Das Triumph Knife oder Dreizack, ich weiß nicht. Ist schon geil irgendwie, aber irgendwie... Ich würde es mir nicht kaufen. F oder D? Ich sehe es dann auf D, weil es ist... Also ich finde, es ist kein F. Digga, warum gehe ich auf einmal die ganze Zeit? Also ich sehe es auf einem D wohl eher als auf einem F, weil komplett Arsch ist es halt nicht. S, einfach S. F? Okay, packe ich es auf F. Wenn alle auf F gehen, das nächste Xero Hunter ist S. Ja, safe call. Ich würde es mir... Ja, aber das Ding ist halt, ich würde es mir trotzdem nicht kaufen, weil es schon relativ teuer ist. Ich finde... 50 Euro für einen Skin auszugeben, ist crazy. Na, overrated. Ich find's schon geil. Das kann nur schwingen. Mehr nett. Xeno kostet 30 oder so. Ja, gut, aber wenn's halt wirklich... Ja gut, eigentlich hast du auch recht. Das hat halt auch keine Animation, ne? Dann muss man das auf ein A packen. Es ist ein geiles Knife, ja. Aber dadurch, dass es halt einfach keine Animation hat, sondern wirklich nur halt schwingen kann, dann kann man das halt for real nicht auf S packen, finde ich. Naja, gehen wir mal weiter mit dem Syx. Der ist F. Der ist ugly as fuck. Hier, RGX Butterfly ist ein F, ein S. Ist ein S. Also ganz klar ist RGX Butterfly ein S. B? Crazy. Na, ich finde, das ist ein geiles... Das ist nämlich, guck mal, wir haben das Standard Butterfly haben wir auf C gepackt, dann kannst du doch das RGX nicht auf B packen. Man muss halt auch wieder unterscheiden, so... Das ist halt einfach... Das Butterfly, was halt echt geil ist. Und deswegen sollten wir es meiner Meinung nach schon auf S lassen. Schon geil. Ist halt auch wieder überteuer, aber ja. Wobei wohl eher auf einem A würde ich es machen. Ja, maximal A. Ja, ich dachte mir gerade auch, oder vielleicht ein A. Einfach aus dem Grund, weil das RGX hier, ne, was das, was ich gerade drehe, ist besser. Nimm das gleich mit Reaver. Stimmt auch. Ja, du hast recht. Das ist echt nicht gleich wie Reaver. Das ist echt nicht gleich wie Reaver. Die Gaia-Axt. Finde ich, to be honest, ein bisschen overrated, also weiß ich nicht. Aber hier die Gaia-Axt auf C fühle ich. Also ich finde es ein bisschen so, macht Xeno S oder es kracht nah. Es hat keine Animation. Wir haben es auf A gepackt, weil es keine Animation hat. Aber wenn jetzt 2,2 sagen S, finde es halt, ja, also ich gehe auch mit Henrik mit, das ist halt overrated. Genauso wie VCT Knife. Und VCT hat Animation und ist auf B. Stimmt. Und VCT hat sogar Animation und ist auf B. Eigentlich muss dann Xero sogar auf B. Sag ich so, ey, sorry, aber da habt ihr euch, da hast du jetzt selber ein Grab geschaufelt. VCT hat dieselbe Bewegung. Es macht genau alles gleich. Bro, es macht genau alles gleich wie Xero Hunter. Es sieht nur halt optisch anders aus, aber es hat ja sogar noch Animation und eine Aura. Warte mal, na, Bro. Du hast da einen guten Punkt getroffen. VCT hat, ist genau, es ist halt genau dasselbe Knife von der Bewegungsart, wie es sich bewegt halt.
aber hat noch die Aura wenigstens Animation. Also das muss ja mindestens gleich sein, wenn ich sogar das VCT jetzt sogar auf A geht. Sag ich so, wie es ist. Warte mal. Da hast du dir so ein Grab geschaufelt jetzt. Er wollte es unbedingt auf S haben, jetzt ist es auf B gelandet. Du hast da einen Punkt getroffen, da kannst du jetzt nichts sagen. Ich hab recht, ich hab einfach recht. Das ist halt einfach nur der Hype dann von Xero Hunter, den du halt auf... Deswegen willst du es auf S haben. Na, doch. Bist Hater? Na, ich bin kein Hater, aber wenn VCT, das hat dieselbe... Das bewegt sich genau gleich wie Xero Hunter. Komm, wir zeigen es. Hier, Xero Hunter habe ich es gerade hier, ne? Die Mann, guck mal, wie es sich bewegt. Ne? Du siehst auch, wie der Rechtsklick. Das ist der hier. Und jetzt schau dir mal die Animation von dem an. Das ist genau das gleiche, Bruder. Selbst dieses Inspekten ist genau gleich. Rechtsklick, genau. Ja, sorry, Bruder, aber es ist basically. Ist es. VCT und Xero Hunter sind genau das gleiche. Wenn du Xeno hast, sagst du auch S. Dann mach Reva aber auch auf A. Na, Reva ist iconic, Bruder. Und hat eine geile. Es sieht geil aus. Doch, ist ein Karambit, oder? Ja, Karambit. Was wirklich besser als Reva ist, finde ich, ist aktuell RGX. Weil die sieht übel geil aus in der Animation. Aber ansonsten hat Reva, sieht clean aus. Vor allem, weil die Klinge ja dann auch so schimmert. Sieht crazy aus. Nächster L-Take. Warum denn L-Take? RGX Karambit ist A's. Warum denn, Bruder? Aber Reva, sagst du, ist krass. Löscht das alles? Ernst? Nee. Wir gehen jetzt erstmal, Digga. Wir sind noch nicht mal so weit gekommen. Wir gehen jetzt weiter. Das hier ist ein F-Messer. Da kann mir keiner was sagen. Das da hier geht auf F. Das ist ugly as hell, Bro. Genauso wie das hier. Das ist, weiß ich. Okay, warte. Da bin ich mir unsicher. Ich würde es auf F packen oder auf D. Jetzt mal gucken, was ihr sagt. Julius hat uns ganz gut. Wir müssen mit der Liste weitergehen. Danach können wir fein justieren. Ich sehe es auch auf F, D, sowas. Deswegen FF. Okay, weg damit. Aber ich sag nichts mehr. Bis Xeno S ist. Wir diskutieren später nochmal weiter am Ende, okay? Wir machen jetzt erstmal die Liste, die Tierlist voll und dann tun wir nochmal feinjustieren. Da bin ich dabei so. Was ist hier für ein Knife oder ein Katana? Ist das ein VCT? Ich find's actually gar nicht mal so geil, to be honest. Guck mal, Refas. Okay. Wir reden jetzt. D. Du willst Xeno Hunter auf S haben, ja? Wer will Xeno Hunter noch auf S haben? Jetzt sofort in den Chat. Eins in den Chat, wenn noch den auf. Wer Xeno Hunter auf S haben will. Nein, das kostet 17 Euro, du Hund. Eins. Ja, okay. Ihr habt mich übertrumpft, I guess. Also ich sag ja wirklich, dass es overrated ist und es ist eigentlich das bessere VCT, to be honest. Also, aber wenn ihr sagt, okay, take ich. Und das hier ist ein 17 Euro Knife, dann ist es ein B. So wie ich sage, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, Freunde, an der Stelle beende ich mal dieses Video, weil sonst wird es viel zu lang. Wir machen daraus einen zweiten Part. Schaut gerne dann beim zweiten Part vorbei. Lasst unbedingt ein Abo und die Glocke muss aktiviert sein, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video online geht. Schaut gerne auf Twitch vorbei, weil sowas machen wir jetzt mittlerweile öfters. Solche Tierlist raten oder allgemein einfach mit der Community ein paar Sachen. Deswegen schaut unbedingt bei Twitch vorbei oder auch auf TikTok. Ich streame alles parallel. Ich wünsche euch auch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Ciao, ciao.